Hallo und herzlich willkommen zu Einfach mal zocken, dem Format auf meinem Kanal, wo ich euch in jeder Episode ein anderes Spiel aus meiner Sammlung präsentiere. Heute haben wir Folge 76 mit Earthlock. Und Earthlock scheint mir ein richtig geniales Rollenspiel zu sein im Stil eines Final Fantasy. Ja, wir starten ein neues Spiel. Ich mache meine Facecam jetzt mal kurz aus. Es kommt ein Intro. Suvia, Haus der großen Welle. Ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, die Screenshots sahen sehr vielversprechend aus. Raus aus den Federn, Taika. Nur noch eine Unterrichtsstunde, dann geht's auf zur ersten Kadettenflugmission. Ja. Rough, rough. So, das scheint hier unser Hauptcharakter zu sein. Untersuchen. Wieder ein leerer Magen, hm? Warum könnt ihr Sturmhunde nicht einen Appetit haben, wie gewöhnliche Hunde auch? Oder ist das bei anderen nicht so? Du frisst einfach zu gern, nicht wahr, Taika? So, haben wir hier eine Kiste. Und was ich cool finde, bei Sachen, die wir untersuchen können, wird hier unten auch eingeblendet, untersuchen, ja? Ich wünschte, du wärst hier, Mama. Du wärst hier, um mich nach meinem ersten Spähflug wieder willkommen zu heißen. So, öffnen wir mal die Kiste. Zwei Heilbalsame und fünf Lanze erhalten. Meine Schleuder und mein Krafthandschuh sind bereit. Lass die Prüfung beginnen. Ja, und das finde ich ja auch so Final Fantasy typisch, ne? Dass man von Bildschirm zu Bildschirm läuft. Die Tür ist verschlossen und hier kommen wir auch noch nicht raus, vorübergehend außer Betrieb. Wir haben wieder eine Stunde Zeit, um dieses Game zu genießen. Mein Bruder ist eine Eule und er sagt, dass Hocheule Lady Lumia zu diesen Mondzyklen ein wenig besorgt ist. Frage mich, was da los ist. Ja, keine Ahnung. Nur noch eine Unterrichtsstunde und ein paar von uns dürfen fliegen. Ich bin froh, dass ich hier an der Akademie studiert habe und nicht im Archiv mit diesen langweiligen Eulen. Hi Ivory, Hallöchen. So, ihr lernt hier fleißig, ja? Ich habe gehört, du hast dich mal in die Abwasserkanäle geschlichen, stimmt das? Das würde mir Angst machen. Ich habe so viel widerliche Gerüchte über diesen Ort gehört. Hm. Mit ihm können wir hier nicht interagieren. Hier ist noch einer. Ich liebe es, Fallen zu stellen, weil sie nichts davon ahnen und dann bumm. Gehen sie hoch, wenn dein Gegner versucht, einen Nahkampfangriff zu starten. Netter Hinweis. Eif, psst. Ich habe dir den Kram für dein Geschichtsexamen zusammengeschrieben. Ja, und? Okay, hier ist auch noch eine Kiste. Was haben wir da? Heilbalsam erhalten. Okay. Gruff, du hast recht, Taika. Ich muss das Kampftraining beenden, damit ich mit dem Fliegen anfangen kann. Okay. So, was haben wir hier? Die sehen scharf aus. Okay.
Freust du dich auf den Spähflug? Ich habe gehört, dass ihnen die Goblins immer noch Probleme bereiten. Ja. So, mit ihm hier müssen wir offensichtlich, oder mit ihr? Ich glaube, das ist eine sie, Ausbilderin Vera. Ja. Willkommen bei der letzten Kampfprüfung, Frau Lavender. Nervös? Warum sollte ich nervös sein? Wenn die Tochter des Generals durchfallen würde, wäre das doch recht unangenehm, oder nicht? Oh, super. Danke für die Erinnerung. Legen wir los. Tut mir leid, Sturmhund. Du darfst dieses Mal leider nicht mit. Gut, meinetwegen kann es losgehen. So, wir sind im Kampfbildschirm. Auf der rechten Seite sehen wir die Reihenfolge der Figuren, die gerade aktiv sind. Willkommen zum letzten Kampftraining. Eve? Fangen wir mit den Kampffähigkeiten an. Kampffähigkeiten ermöglichen es dir, aus einer Liste von Fähigkeiten in deiner aktuellen Haltung auszuwählen. Fähigkeiten in deiner Faust-Speerhaltung zu verwenden, kostet dich gelbe Kästchen, Amri und einen Zug. Wähle Kampffähigkeiten aus und greife das Ziel an. Okay, wir haben oben links eingeblendet unsere Leben und darunter die Amri, also unseren Vorrat quasi. Jawohl. Eve, ein guter Kämpfer, hat ständig die eigene Gesundheit im Auge. Hab ich. Gegenstände verleihen dir Zugang zu Tränken. Wähle Gegenstände aus und nutze Tränke, wenn deine Gesundheit sinkt. Jawohl. So, da haben wir jetzt hier auf der linken Seite die Auswahlmöglichkeiten. Ja, und ihr seht rechts, unsere Aktionen ändern sich dadurch. Wir starten mal einen Angriff mit Donnerfaust, würde ich sagen. Der kostet uns einen Amri auf den suvianischen Soldaten. Nahkampfangriff, der physischen Schmetterschaden und magischen Elektroschaden zufügt. Okay. Er ist betäubt. Nice. Haben wir ja eine gute Attacke ausgewählt hier, würde ich sagen. Er ist immer noch betäubt anscheinend. Das war easy, Frau Ausbilderin. Gute Arbeit. Als nächstes kämpfst du gegen einen fliegenden Gegner. Denk daran, dass du Fernkampfangriffe einsetzen musst, um ihn zu treffen. Wechsle deine Haltung, um Fernkampffähigkeiten einsetzen zu können. Ich gebe alles, Ausbilderin. Ja, wir sind motiviert. Okay, ein Hirschkäfer, so wie es aussieht. Eve, in dieser Unterrichtsstunde behandeln wir Haltungen. Haltungen verleihen dir verschiedene Sets an Kampffähigkeiten, die es dir ermöglichen, Strategien je nach Art des Gegners auszuwählen. Deine Speerhaltung verleiht dir Zugriff auf Nahkampffähigkeiten. Deine Schleuderhaltung verleiht dir Zugriff auf Fernkampffähigkeiten. Wie du sehen kannst, Eve, fliegt das Ziel jetzt und kann nicht mit einem Nahkampfangriff getroffen werden. Wechsle zur Schleuderhaltung, damit du ein fliegendes Ziel angreifen kannst. Okay, rechter Button, Haltung ändern. Auf die Schleuder, ja. Deine Haltung zu ändern kostet dich einen Zug und ermöglicht es, deinem Gegner anzugreifen. Na toll, das sagst du mir jetzt. Deine Anfangshaltung kannst du vor Beginn des Kampfes im Paar-Menü auswählen. Mhm. So, wir sind trotzdem dran. Wir haben auch nur eine Attacke, so wie es aussieht. Lanze. Da sind auch 25 Pfeile abgebildet. Ein Fernkampfangriff, der physischen Durchbohrungsschaden zufügt. Schadensarten, ja. Oh, oh, das hat aber ordentlich Damage gemacht. Jawohl. Letzte Unterrichtsstunde, Eve. Kampfaufnahme. Gegner werden versuchen, einen Kampf aufzunehmen, wenn du ihnen nahe genug kommst, aber werden aufgeben, wenn du dich zu weit entfernst. Der Kampf-Countdown wird angezeigt, wenn Gegner versuchen, einen Kampf aufzunehmen. Er zeigt sowohl die Anzahl der Gegner an, als auch die verbleibende Zeit vor Kampfbeginn. Um im Kampf den ersten Zug zu haben, drücke B, bevor der Countdown abläuft oder die Gegner sich nähern und dich angreifen. Die Erfahrung, die du gewinnst, wird beträchtlich erhöht, indem du immer mehr Gegner bekämpfst. Sei mutig und unerschrocken, schare so viele Gegner um dich, wie du dich traust und bekämpfe sie. Nähere dich den Zielen und versuche mit beiden den Kampf aufzunehmen. Um im Kampf den ersten Zug zu haben, drücke B, bevor der Countdown abläuft oder die Gegner sich nähern und dich angreifen. Bin schon dabei, Ausbilderin. Komm, Taika, wir haben die Sache im Griff. Okay, ich habe das jetzt nicht ganz kapiert. Ich soll mich denen nähern und B drücken, bevor dann irgendein Countdown abläuft, ne? Ah, unten links wurde der eingeblendet. Okay. Taika, zu Beginn deines Zuges generierst du ein Amri, aber du verbrauchst Amri, wenn du Kampffähigkeiten einsetzt. Mit der Ausruhenfähigkeit kannst du pro Zug ein zusätzliches Amri generieren. Okay,
Habe ich mich eben schon gefragt, als ich bei Eve gesehen habe, dass sie sich auch ausruhen kann, was das wohl bedeutet. Wähle Aktion und nutze die Ausruhenfähigkeit, wenn du nicht genug Amri hast, um eine Fähigkeit einzusetzen. Alles klar. So. Wir haben immer noch die Haltung glanzig. Gehe aber mal davon aus, dass wir die trotzdem damit angreifen können. Von daher würde ich meine Haltung bei Eve jetzt nicht ändern, weil das kostet mich einen Zug. Und Taika ist auch als nächstes dran. So, wir machen mal einen Lanzenangriff auf den suvianischen Soldaten hier. Oh, kritisch, nice. So, und Taika hat Feueratem. Das klingt doch interessant. Ein Fernkampfangriff, der mehrere Ziele trifft und magischen Feuerschaden zufügt. Wie kann ich das jetzt nochmal ändern? Oder bis Wasserbombe, sechster Sinn. Ich sehe gerade, da sind noch weitere Angriffe. Sechster Sinn ermöglicht es Taika, neue Fähigkeiten von Pflanzen und Bestien zu erlernen. Naja, gut, das ist jetzt keine Beste. Wir nehmen mal den Biss. Ja, können wir gleich nochmal. Cool. Und dann Lanzenangriff, da müsste der ja hinüber sein. Jawohl. Haben wir doch gut gemacht. So, wir bekommen Erfahrungspunkte und einen Bonus. Sehr schön. Bonus mal 2, Multigegner mal 2, niemand ist gestorben. Dala plus 0, also keine Kohle erhalten. Herzlichen Glückwunsch, Kadetten. Diese Prüfung war das Ende eurer Kadettenausbildung, der Anfang einiger langer, glorreicher Karrieren, auf die ihr stolz sein könnt. General Lavender wird nun bekannt geben, welche Piloten auf ihre ersten Spähmissionen geschickt werden. Da kommt er. Ausbilderin Vera. Noch ein Wort der Warnung. Die Spähpatrouille führt an der brennenden Küste entlang. Wir haben schon einige gute Piloten beim Goblinlager am Zabrium-Tempel verloren. Diese Mission ist nicht zu unterschätzen. Vielen Dank, Ausbilderin Vela. Hört gut zu. Die Kadetten, die die Flugfreigabe für diese erste Spähmission haben, sind Punch, Judy, Sim, Ivan. Kommandant Ishabo wird eure Leistung bewerten. Und glaubt mir, ich höre mir an, was er zu sagen hat. Die Dokumente für die Flugerlaubnis findet ihr auf euren Tischen. Das wäre alles. Was, und wir sind nicht dabei? Was? Soll das ein Witz sein? Ich gehöre zu den besten drei der Klasse. Du hast meinen Namen absichtlich ausgelassen. Pass auf deinen Ton auf, Ivory Lavender. Du sprichst mit deinem Vorgesetzten. Jeder Kadett, der nicht bereit ist, wird hierbleiben und härter trainieren. Dass du meine Tochter bist, hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Ja, sicher. Das hat es doch. Ihr dürft gehen. Kommandant Ishabo, ich gehe davon aus, dass die Vorbereitungen für meine unverzügliche Abreise nach Anu abgeschlossen sind. Selbstverständlich, General. Eif, es tut mir leid. Punch, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du hast so viel Zeit damit verbracht, mir etwas beizubringen und dann die Sache mit dem Unfall. Ich weiß nicht, wie ich es auf die Liste geschafft habe. Ich weiß es. Mein Vater lässt mich nie irgendetwas machen. Er meint, ich komme damit nicht klar, aber ich werde es ihm beweisen. Ja, er behandelt dich wirklich sehr hart. Nimm meinen Platz ein, du hast es verdient. Punch, das... Du bist der Beste, tausend Dank. Taika, gehen wir zum Flugdeck, bevor uns jemand erwischt. Okay. Wir schmuggeln uns also... Wir haben die Flugfreigabe bekommen. Wir schmuggeln uns also quasi damit rauf, mit rein, wie auch immer. So, hier können wir auch nichts mehr weitermachen. Ich wollte mal schauen, ob wir hier hinten jetzt noch in die Türen reinkommen. Gut verschlossen. Vorübergehend außer Betrieb. Okay, da können wir immer noch nichts machen. Und hier war ja auch nichts weiter. So. Na dann, die Kiste hier haben wir gelootet. Oh, was haben wir denn da? Tür öffnen. Okay. Kra. Wir haben eine Krähe freigelassen. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir die im Spielverlauf nochmal wiedersehen? Das ist ein Besen. Unterhalten. Ja, ich werde den Boden hier nicht fegen. Das kann das Personal des Flugdecks machen. Ach, untersuchen. Hm.
Bevor ich mit dir rede, will ich erstmal gucken, ob hier sonst noch irgendwas ist. Wir haben neue Kompressoren in diese Monospäher eingebaut. Jetzt schnurren sie wie ein Kätzchen. Das hört sich doch gut an. Untersuchen. Ich frage mich, was mit diesem Monospäher passiert ist. Ich habe gehört, dass er vor einigen Mondzyklen heftig vom Blitz getroffen wurde. Dafür sieht er aber noch gut aus. Oh, wir können noch weitergehen hier. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo Kisten zu öffnen. Ich bin immer so ein Mensch, so ein Spieler, der untersucht hier gerne alles. Wir haben ihn reingeholt, Kommandant. Niemand hat uns gesehen. Hervorragend, Soldat. Sorgt dafür, dass die Wache für die Zelle verdoppelt wird. Ive, was in Umbras Namen hat dein Vater dir nicht beigebracht, dass Lauschen unhöflich ist? Ich hole nur meinen Helm, Kommandant. Ach so, natürlich. Vergib mir meinen harschen Tonfall. Fortfahren, Kadett. Jetzt sehen wir aus wie ein Sturmtruppler. Nee, Quatsch, das ist so ein Rebellionshelm, ne? Ja, doch, der sieht aus wie diese Rebellenhelme, die sie früher in Star Wars getragen haben. Da ist noch eine Kiste, ja, nice. Was haben wir? Zweimal Heilbalsam plus plus. So, ich bin bereit für den Abflug. Deckkommandant Regen. Du siehst bereit aus. Gut gemacht, Frau Lavender. Du hast mich erkannt, trotz meines Helms? Bist du bereit für deine erste Spähmission? Ja. Dann wollen wir dich mal anschnallen. Aber das kann ich auch alleine, danke. Und es geht los. Ja. Die erste Mission währenddessen. Außerhalb des Tempels. Geht es dir gut, Onkel? Das ist dein Onkel? Ja, ich brauche nur einen Moment. Onkel Benjo. Du hättest im Bett bleiben sollen. Ich schaffe das auch alleine. Ach, Quatsch. Nur weil ich krank bin, heißt das nicht, dass du alleine den ganzen Spaß haben kannst. Onkel Benjo. Keine Angst, Amon. Jetzt sind wir hier. Der Zabirum-Tempel. Wie spannend. Ist es nicht schön, wenn man mal nicht weiß, was als nächstes kommt? So wird ein Abenteuer erst richtig aufregend, findest du nicht? Ja, das hast du schon tausendmal gesagt. Und was machen wir hier? Du bist so ungeduldig wie ein Kleinkind, Amon. Im Tempel gibt es ein bisher unentdecktes Artefakt, ein Tipp von Lady Evandu. Noch einer von Evandus Tipps? Normalerweise sind die gar nicht so schlecht. Ja, stimmt schon. Gehen wir rein. Okay, wir wechseln hier also auch mit den spielbaren Figuren. Was haben wir da? Der sieht wie die Statue in Zaba aus. Gibt es mehr davon? Ja, es gibt mehr. Viele sogar. Auf der ganzen Welt verteilt, wenn ich mich nicht täusche. Sie wurden von einer Gruppe Nomaden errichtet, die ihrem Volk zeigen wollten, dass man dort sicher speichern kann. Die Legenden besagen sogar, dass sie geheime magische Eigenschaften besitzen. Unglaublich! Dann können wir uns hier wohl eine Weile ausruhen, bevor es weitergeht. Klingt nach einer guten Idee. Onurasi-Statue. So, Spiel speichern machen wir gleich mal, ja. Speichern ist wichtig, das haben wir ja schon des Öfteren zu spüren bekommen. So, ich kann die Ansicht leider nicht drehen. Ja, also wir folgen hier straight diesem Kameraverlauf. Erster Angriff. Amon, dir stehen eine Deep-Haltung und eine Blaster-Haltung zur Verfügung, um die Sache zu erledigen. Okay. In deiner Deep-Haltung kannst du Gegenstände und Dala von Gegnern stehlen oder Stich nutzen, um Durchbohrungsschaden zuzufügen. Wechsle zur Blaster-Haltung, um mächtige explodierende Elementarangriffe und Nicht-Elementarangriffe auszuführen. Oh ja, dein Blaster verwendet Kartoffelmunition, die du in der Welt finden oder sogar in Läden kaufen kannst. Denke also stets daran, deine Vorräte an Munition aufzustocken. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem Kampf ohne Kartoffeln dazustehen. Ich habe dir... Was? Habe ich dir die Geschichte erzählt, als einmal... Komm schon, Onkel Benjo. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen. Der Schatz wird sich nicht selbst stehlen. So, Achso, wir sind mit Benjo gerade am Start hier. Ich wollte gerade sagen, er hat doch den Dolch ausgerüstet. Warum kann ich denn hier Fernkampfattacken machen? So, wir machen mal Kartoffelschuss hier auf den Sandkäfer.
Und können wir was stehlen? Versuch Gegenstände und Geld zu stehlen. Ja, 6 Daler. Nice. Er fliegt ja. Den dürfte ich doch jetzt eigentlich nicht mit dem Stich treffen, oder doch? Es funktioniert. Okay. Gab jetzt nicht sonderlich viel Belohnung hier bei diesem einfachen Gegner. Da sind die nächsten zwei. Aha, guckt mal hier, ne? Wo war das jetzt hier? Kiste öffnen. Schön versteckt. Heilbalsam und 100 Daler gefunden. Nice, wir sind reich. Das Kampfsystem gefällt mir übrigens richtig gut, muss ich sagen. Gestohlen Schleim und 17 Daler. So. Was erblickt? Neun Daler gestohlen. Na, das war schon ein bisschen besser hier. Was haben wir da? Können wir hier... Ach so. Ich liebe es, Kisten zu öffnen. Heilbalsam, Reißzahn und 25 Daler gefunden. Wo haben wir denn? Ah, hier haben wir das Menü. Okay. So. Im Paarmenü können wir die Haltung ändern, wurde ja gesagt, ne? Genau. Es geht aber nur bei Amon, bei Onkel Benjo können wir es nicht machen. Ich würde die jetzt auch erstmal so lassen. Gegenstände, Heilbalsam. Kartoffelschuss, das ist die Munition. Reißzahn, eine Schlüsselzutat der Talentherstellung. Ungewöhnliche Beute von bestienartigen Kreaturen und Schleim. Beute von insektenartigen und pflanzenartigen Kreaturen. Kartoffelschuss, zarte Kartoffel. Okay, so Fähigkeiten. Ah ja, das sind die, die wir im Kampf einsetzen können. Ausrüstung haben wir jetzt hier noch. Alter Blaster, alter Dolch. Bindungen. Passive Vorteile, die durch Bindungslevel freigeschaltet werden. Da können wir jetzt hier aber noch gar nichts machen. Tutorials ist alles, was wir bis jetzt hier gelernt haben. Okay. Und das Questbuch. Ives Training haben wir abgeschlossen und jetzt ist die Schatzjagd hier am Start. Finde einen Weg in den Sabirium-Tempel. Waren da noch Nebenquests? Ja. Aber da ist nichts. So, okay. Wir haben 228 Daler. So, ich würde... Ah, ich komme hier mal so ein bisschen durcheinander mit der Tastenbelegung. Weil das nämlich genau verkehrt rum ist, ne? Also X ist auf meinem Controller oben, Y ist links, B ist unten und A ist rechts. Und hier wird es genau anders dargestellt. Vielleicht kann man das ja totstellen. Ha! Vielleicht kann man das ja auch anders noch einstellen, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausprobieren. Obwohl, wir können da auch gleich mal gucken. So, wir machen mal nochmal stehlen. Aua. Können wir nochmal, dann beklauen wir mal den anderen hier auch noch. So, Kartoffelschuss. Erblickt. Was heißt denn erblickt? Oh, nice. So. Ja, jetzt interessiert mich das aber doch. Einstellungen, Steuerung. So. X-Input Gamepad 1. Ja, aber ich kann das ja nicht, zugewiesene Controller, kann ich ja nichts ändern. Ja, dann lassen wir das mal. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht die Anzeige so ein bisschen umändern. Der Grafikstil sieht altbacken aus, aber ich glaube, das ist so gewollt. Ja, das Spiel ist gar nicht so alt. Sabirium-Tempel. Ich dachte Sabirium-Tempel. Hier stand doch im Quest-Tagebuch. Ja, Sabirium-Tempel. Okay. Okay, es gibt keine Taste, um schneller zu rennen. Hier haben wir noch ein Schnellmenü. Das ist das gleiche. Ja, nee, schade. Was haben wir da? Können wir nicht untersuchen.
Da ist eine Kiste, ich sehe es. Oh, schon wieder ein Gegner am Start hier. So, Kartoffelschuss. Und Stich. Wollen wir jetzt hier nicht rumspielen? Wir haben schon reichlich Leben verloren. Ich denke mal, da werden wir früher oder später uns heilen müssen. Was seid ihr denn für hübsche Mäuse? Gucken, ob die was... Cherbyfeuer A, Cherbyfeuer B. Ob die was bei sich haben? Drüse und 22 Dala, okay. Ach, und die werden auch beschädigt beim Klauen. Oder? Ja, natürlich. Die verlieren Leben. Oh, Verbrennung, das ist nicht gut. Oh, es ging auch noch daneben. Ja, super. Nice ausgewichen. Warum erinnert mich der Onkel so an diesen Star Wars General auf dem einen Kampfschiff aus den älteren Teilen? Feuerschuss und 25 Dala. So, ich werde ihn jetzt mal hier einmal heilen. Heilbalsam haben wir ja 14 Stück. Achso, Gegenstand benutzen auf X. Okay. Ja, super. Wieder falsche Richtung hier eingeschlagen. Passiert mir häufig. So. Was ist das hier? Dieser Tempel ist wunderschön, aber wie gelangen wir hinein? Ich hatte gehofft, das hier würde uns dabei helfen. Es ist ein altes Relikt, das einst deinen Eltern gehörte. Ich habe es vor langer Zeit einmal ausprobiert. Ich hoffe, du hast mehr Glück damit als ich. Wow, und was kann es? Amri kontrollieren. Probier es da drüben mit dem Amri-Apparat aus. Wir haben einen Amri-Anzieher einmal erhalten. Mit schickem Reißverschlusssymbol. Ich will aber kurz mal schauen, wohin es hier noch geht. Wie gesagt, ich bin da immer neugierig. Da haben wir auch noch so ein Teil. Hier können wir aber nichts machen. Vielleicht kommen wir hier nachher wieder raus, wenn wir den Tempel erforscht haben. So. Benutzen. Hat geklappt. Aktivieren jetzt nochmal, oder wie? Das sieht doch einladend aus. Benutzen. Okay, da bekommen wir anscheinend Amri, dass wir dann bei diesen Dingern hier wieder benutzen können. Die Frage ist nur, wo sehe ich denn, wie viel ich habe? Ich meine, ich kann mir hier unendlich viel holen anscheinend. Kartoffelschuss, Küsse von Lys und Dala gefunden. Ein uraltes Artefakt. Da steht jetzt aber auch nicht dabei, wie viele Aufladungen das hat. Hier kann ich jetzt auch nichts machen. Da ist nichts. Ah ja, okay. Jetzt haben wir rotes Amri. Ich wette, ich muss wieder hoch zu diesem Teil da, um das zu aktivieren, damit wir den anderen Weg freischalten können. Oder hier.
Jetzt fehlt noch das Grüne. Das wir hier haben. Alles klar. Das Tor bekomme ich hier nicht auf. Ich hätte hier unten aber auch nicht weitergehen können, oder? Ach, jetzt ist er wieder rausgegangen. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob hier unten, ob es da noch weiterging. Aber hier lag doch irgendwo eine Barriere, ne? Ja, hier, genau. So. Muss ich das jetzt nochmal einsammeln? Das Grüne? Also wenn ich den Dungeon verlasse, ist das wieder weg, anscheinend. Okay. Wenn die Rätsel alle so simpel bleiben, dann gefällt mir das. Oh oh. Oh oh. Das sieht nach Bosskampf aus. Erderschütterung. Das hat jetzt alle getroffen. So, wir machen mal Stehlen. Ich finde Stehlen bei Bossgegnern immer sehr spannend. Weil manchmal hat man nämlich die Möglichkeit, da besondere Gegenstände zu erhalten. So, Feuerschuss. Ein Fernkampfangriff, der magisch explodierenden Feuerschaden zufügt. 25%ige Chance, Verbrennung zuzufügen. Seltsam, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Steingegner. Ich glaube nicht, dass wir den verbrennen können, aber es hat funktioniert. Nochmal Heilbalsam gestohlen. So, stehen wir mal nochmal. Ich mache das immer, bis da nichts mehr geht. Komm, Feuerschuss. Der hat ja gut gewirkt. Kuss von Lys. Ah, ich will den letzten jetzt hier nicht aufbrauchen. Felsknall. Oh. Jetzt müssen wir aber auch langsam mal eine Attacke starten hier. Du nimmst mal einen Heilbalsam und gibst dem Amon. Sehr schön. Nichts zu stehlen, okay. Dann haben wir erreicht, was wir wollten. Levelaufstieg. Nice. Bonus, zäher Gegner und niemand ist gestorben. Ich habe mal Erfolg bekommen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch gerade gesehen habt. Hab nicht drauf geachtet. Eine Art uralte Scheibe. Was soll das sein? Keine Ahnung. Vielleicht eine Art zeremonieller Schmuck? Ja, vielleicht. Ah, hervorragend. Ich schätze, dafür kriegen wir einen netten Preis in Hust, Hust, Zaber. Ah, ich kriege kaum noch Luft. Gehen wir nach Hause. Er ist auch ziemlich staubig hier drin. Okay, wir werden schon verfolgt. Sie haben sie gefunden. Erstatte ihr sofort Bericht. Zaba. Der Kampf gegen den Tempelwächter war super. Hoffentlich bringt uns dieser Schatz gut Geld. Ja, hoffentlich. Du hast dich verausgabt. Ich bin nur müde. Alles in Ordnung. Ich werde einen Topf Honigmedizin machen. Das sollte helfen. Nein, Onkel. Bleib du hier. Du musst dich ausruhen. Ich sammle ein paar Bienen. Das wird deinem Herzen gut tun. Okay, danke. Du musst einfach nur die Stadt verlassen. Du findest sie auf der Ebene im Nordwesten. Wir haben eine Standardquest. Steht die jetzt auch im Questbuch? Stelle Medizin her. Fange außerhalb von Zaba döse Bibis. 4 Stück. So, was ist das hier? Samen einpflanzen? Haben wir nur leider keine. Wenn du müde bist, kannst du nach oben gehen und ein Nickerchen machen. Das wird dich gleich heilen. Okay. Ist ja nice. Wir haben ein Hotel. Das heißt, ich brauche für Übernachtung nicht bezahlen.
Kann man dann hier auch speichern? LP wiederhergestellt. Nee, anscheinend nicht. Moment, da war eine Kiste, oder? Oh, das ist nur Deko. Oh, ich finde das total hübsch designt, muss ich sagen, ja. Was haben wir da? Harriet macht köstliche Ninkasi-Tränke, aber wann sie geöffnet hat, weiß niemand so genau. Wenn das Suvianische Imperium dieses Koboldproblem in der Wüste nicht in den Griff bekommt, werden wir wohl keine weiteren Luftschiffe mehr sehen. So, hier können wir auch wieder was einpflanzen. Bist du gespannt auf das Turnier zum Festival der Magie, Amon? Oh ja, du nicht? Ich hoffe, es wird lustig. Es gab in Zaba nicht sonderlich viel zu lachen, seit Frau Burncrest gestorben ist. Ich vermisse ihre Theaterstücke. Ich glaube, es hätte sie gefreut, dass ihre Bühne nun zu einer Arena wird. Die? Oh, sie hätte es geliebt. Niemals fehlte ihren Theaterstücken ein dritter Akt voller Kampf. So. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Oh, da sind wir schon außerhalb der Stadt. Da will ich aber nochmal gucken, wohin es da oben geht, bevor ich mich jetzt hier um die Düse-Bibis kümmere. Das ist auch ein Name. Da steht jemand mit einem Gesprächs-Icon. Und der Typ hinten am Tor hat nervöse Zuckungen, so wie es aussieht. Hallo Amon, gut, dass du hier bist. Reden. In ganz Umbra liegen Metallhaufen verteilt. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der etwas dagegen unternimmt. Hallo Amon, gut, dass du hier bist. Plündern im Nordwesten? Kannst du mir helfen, den Metallschrott im Nordwesten zu entfernen? Neue Quest, okay. Hier ist wieder so ein Vogelkäfig. Damit haben wir jetzt schon die zweite Krähe freigelassen. Na los, flieg! Ja. Hier können wir einkaufen. Moment, du hast auch eine Gesprächsoption gehabt. In der Arena gibt es keinen Ruhm zu ernten. Ich werde dich vorher zerschmettern. So, was kann man denn hier kaufen? Heilbalsam, Kartoffelschuss, Kuss von Lys. Belebt einen gefallenen Verbündeten wieder. Gibt es komischerweise in zwei Varianten. Okay. Ach, das ist bestimmt das Rezept, um die selber herzustellen. Mystische Schatzkarte führt vielleicht zu etwas Wertvollem. Wäre die Chance wert. Ich habe 475 Dollar. Ich könnte mir eine mystische Schatzkarte kaufen. So. Kann ich mir jetzt nicht angucken. Also ich denke mal, vielleicht ist der Schatz dann auch automatisch schon auf der Karte markiert. So, was hast du hier? Spielst die Luftgitarre? Wann beginnt das Turnier? Geduld, junger Mann, wir eröffnen in Kürze. Okay. So, da können wir auch wieder irgendwas einpflanzen, was wir noch nicht haben. Hör zu, ich habe merkwürdige Leute in der Gegend gesehen. Das glaube ich gern, Sparks. Wirklich merkwürdige Leute. Ja, Sparks, sicher. Nur keine Sorge, du machst dir zu viele Sorgen, weißt du das? Ja, aber wenn er doch merkwürdige Leute gesehen hat. So, jetzt gehen wir raus und kümmern uns mal um diese Düse-Bibis. Wenn ich das noch dreimal sagen muss. Oh. Kommt her. Ich will euch... Was denn? Warum kann ich denn die nicht angreifen? Ach so, fangen. Ach, das ist kein Kampf. Vier Stück, ne? Komischerweise sind hier auch vier. Ziel erreicht. Okay. Ich würde mich aber trotzdem hier gerne noch ein bisschen umgucken. Und auch herausfinden, ob die... Ich kann nicht zu weit weg. Ich muss Medizin für Benjo machen. Ob die Kämpfe zufallsgeneriert sind, ohne dass man die Gegner vorher sieht. Das würde mich auch noch interessieren. Hier kann ich jetzt zumindest die Sicht ändern. Aber schade, ich scheine hier keine Karte zu haben.
Nö. Zumindest auf keiner Taste des Gamepads belegt. So. Dann werden wir mal zurück zum Onkel. Sie haben dich bedroht? Ja, sie meinten, es gäbe Ärger, wenn ich lügen würde. Ihre Gesichter waren verhüllt und waren von einer dunklen Aura umgeben. Das war wirklich sehr gruselig. Ich mache mir Sorgen um dich, Benjo. Dies sind dunkle Mondzyklen. Können wir trotzdem noch mit allem weitermachen? Ja, alter Freund. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke, Evandu. Und denk daran, es geheim zu halten. Ich möchte nicht, dass Amon sich Sorgen macht. Sorgen worüber? Hallo, Lady Evandu. Da sind wir ja genau im richtigen Moment gekommen. Amon, dein Onkel, sagte nur gerade, wie schön du dich um ihn gekümmert hast. Ich wollte nur vorbeischauen, um zu sehen, wie es euch beiden geht. Aber der alte Knabe scheint bei dir gut aufgehoben zu sein. Nun dann, bis später. Danke, Lady Evandu. Einen schönen Mondzyklus wünsche ich. Ich habe echte Windebienen gefunden, Onkel Benjo. Banjo? Oder Benjo? Bilde ich mir das ein oder stand da vor kurzem in irgendeinem Text Banjo? Ich gehe nach oben und verarbeite sie zur Medizin ruhig aus. Danke, Amon. Diese Krankheit, ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde. Okay. Jetzt kommt bestimmt Alchemie zum Zuge. Die Medizin ist fast fertig. Wie geht es dir? Nicht so gut, Amon. Ich glaube, ich habe es dieses Mal etwas übertrieben. Als ich dich heute habe kämpfen sehen, da ist mir etwas aufgegangen. Ja, du kannst nicht dein ganzes Leben lang hierbleiben. Du musst hier raus, die Welt sehen. Ich habe etwas für dich, das dich zu einem stärkeren Plünderer macht. Du hast dich auf unseren Schatzsuchen in letzter Zeit wirklich gut angestellt. Ich bin stolz auf dich, Amon. Danke, Onkel. Hier hast du ein paar Talente. Die hast du dir verdient. Sie passen auf das Talentbrett, das ich dir gegeben habe. Jetzt kannst du deinen Fertigkeiten einen Feinschliff verpassen. Verwende die Talente auf dem Brett, um deine Werte und Fähigkeiten zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit neue Talente anbringen kannst. Danke! Ich glaube, ich ruhe mich jetzt aus. Ich brauche ein anständiges Nickerchen. Mach das mal. Willkommen am Talentbrett. Das Talentbrett wird benutzt, um den Charakter zu verbessern, indem Fähigkeiten, Werte oder Vorteilstalente hinzugefügt werden. Fähigkeiten-Talente. Diese Talente gewähren dem Charakter neue Fähigkeiten. Fähigkeiten-Talente sind charakterspezifisch, aber können gegen andere Fähigkeiten-Talente des gleichen Charakters ausgetauscht werden. Okay. Wertetalente. Ein Wertetalent verbessert die Werte eines Charakters und kann unter den Charakteren getauscht werden. Vorteilstalente. Ein Vorteilstalent verleiht einem Charakter passive Fähigkeiten und kann unter den Charakteren getauscht werden. Das Ursprungstalent ist einzigartig für jeden Charakter und ist die Quelle der Macht aller Talente. Alle neuen Talente müssen mit dem Ursprungstalent verbunden sein, um aktiv zu sein. Um ein neues Talent hinzuzufügen, braucht man einen Talentpunkt. Das neue Talent muss neben einem bereits aktiven Talent hinzugefügt werden. Hat einer mitgezählt, wie viel Talent ich gesagt habe? Setze das Talent für die Fähigkeit Ziel markieren neben dem Ursprungstalent ein. So, Ziel markieren. Setze das Talent für die Fähigkeit Ziel markieren neben dem Ursprungstalent ein. Beachte, dass das Wertetalent Angriff ebenfalls aktiviert worden ist, weil es sich nun neben einem aktiven Talent befindet. Also muss ich die miteinander verbinden. Und das muss auch alles mit dem Ursprungstalent verbunden sein. Okay. Viel Spaß dabei, die Charaktere nach deinen eigenen Vorstellungen aufzubauen. Also wir können hier quasi auf diesen auf diesen leeren Feldern Talente anbringen. Talent tauschen. Aber wegnehmen kann ich das da jetzt nicht einfach. Okay. Ja, interessant. So, Onkel. Kannst du zu Lady Evandu gehen und ihr das Artefakt verkaufen, das wir gefunden haben? Okay, mache ich. Sollten wir uns nicht lieber noch anderswo erkundigen? Vielleicht gibt uns jemand einen besseren Preis.
Lady Evando war immer gut zu uns und ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Ding. Aber deine Medizin wird immer teurer. Sie wird uns einen guten Preis machen. Hör auf zu diskutieren. Gut, Onkel, aber ich denke trotzdem, wir könnten mehr dafür bekommen. Schlaf gut, Onkel. Und bitte werd wieder gesund. Bitte. So, jetzt ist er ja einmal weg. Aber hier ist nichts hinterm Tresen. Das gibt's auch oft in solchen Spielen, ja. Wenn bestimmte Charaktere ihren Platz verlassen und man dann da einmal hinkommt, ist manchmal was versteckt. Achso, das ist, stimmt, das war ja Harriet. Wo finden wir denn Lady Evando? Benio hat es dir vermutlich nicht erzählt, aber er hat vor langer Zeit die Endrunde in Suvia bestritten. Hat er mir erzählt. Ist er denn weit gekommen? Das weiß ich nicht. Er hat es nie erwähnt. Zumindest war ich mir nie sicher, ob er Witze macht oder nicht. Was ich weiß ist, dass er dir vielleicht von der Teilnahme abraten wird. Natürlich ist er nur übertrieben fürsorglich. Ich wette, er wäre furchtbar stolz auf dich, egal wie es ausginge. Meinst du? Allerdings. Grüß ihn von mir, ja? Sicher. Ich wünsche dir einen schönen Mondzyklus, Runkita. Wir sehen uns später. So, aber wo ist denn die Gute jetzt? Oh, mehrere Leute mit Gesprächsoptionen. Hallo Amon, gut, dass du hier bist, aber das hatten wir ja hier schon gehabt. Hallo Lady Evando, Benio und ich haben diese uralte Scheibe gefunden. Ach ja, zeig mal. Sehr fein gearbeitet. Ja, durchaus. Ich hatte gehofft, du könntest mir recht viel dafür geben. So 400 Dollar vielleicht? Weißt du was? Ich gebe dir noch mehr. 500 Dollar. Ich weiß, dass Banyos Medizin teurer geworden ist. Wirklich? Das wäre ja toll. Entschuldigt, wenn ich mich einmische. Dieses Artefaktgut daher ist sehr alt. Es ist aus der Zeit vor dem todbringenden Stillstand. Dem großen Archiv wäre es eine Menge wert. Sehr viel mehr als 500. Wie viel denn? Nun ja, für das Haus der Feder der Eule spielt Geld keine Rolle. Mindestens 1000 Dollar, wenn nicht mehr. Amon, nein, warte. Es tut mir leid, Lady Evando, aber in meinen Adern fließt das Blut eines Plünderers. Und das Geld würde Benio wirklich helfen. Das Haus der Feder der Eule? Ja, wir nennen es nur die Feder der Eule. Wir sind zuständig für das große Archiv. Der gute Herr benötigt Geld für Medizin? Ja, mein Onkel Benio ist krank. Im großen Archiv gibt es viele Werke zu Krankheiten und deren Behandlungen. Vielleicht finden wir eine Heilung für deinen Onkel. Oh, glaubst du wirklich? Befindet sich das Archiv in der Nähe von Zaba? Ich habe noch nie davon gehört. Oh nein, es liegt in der Hauptstadt, in Suvia. Wow, du bist den ganzen Weg von Suvia hierher gekommen? Oh, ich würde so gerne einmal dorthin gehen. Was bringt dich denn nach Zaba? Hier ist doch nie etwas Spannendes los. Wie soll ich sagen? Zaba ist ein kleiner Umweg für mich. Eigentlich wollte ich nach Ramu. Dort ist jemand, den ich suche. Das ist ein ganz schön weiter Umweg. Aber es ist leicht, dorthin zu gelangen. Ich war mit meinem Onkel schon mehrmals da. Von hier liegt es in Richtung Norden. Ist der Weg gefährlich? Ich mache mir etwas Sorgen. Es kann gefährlich sein, wenn man sich nicht auskennt. Nach wem suchst du denn? Nach einer geheimnisvollen Kriegerin namens Olia Alakbato. Sie ist eine suchende Eule. Okay, also mein Onkel schläft gerade. Ich könnte dich hinbringen und du erzählst mir mehr über eine mögliche Heilung. Das wäre wirklich äußerst hilfreich, wollte ich die ganze Zeit sagen. Ich helfe dir, du hilfst mir. So funktioniert das hier in Zaba. Ich bin Amon Barros. Ich bin Gnard Tigermoth. Ferkelhase und... Ferkel, das fällt mir jetzt erst auf, dass der eine Ferkelnase hat. Er ist Ferkelhase und ein Diener der Hocheule Lady Lumia Risendale. Okay, ich bin einfach nur Amon. Wunderbar. Das notiere ich mir gleich in meinem Tagebuch. Ich führe gern ein Buch über meine Reisen, damit ich später nachschlagen kann. Gnard ist der Gruppe beigetreten. Okay, ihr habt's gesehen. Neues Tutorial freigeschaltet. Gnards Logbuch. Ah, ja.
kann man uns also hier kann man sich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte noch mit durchlesen. Ziemlich viel Text. Ihr könnt ja auf Pause machen, wenn euch das interessiert. Ich lese das jetzt nicht vor, damit wir hier noch ein bisschen Gameplay haben. So. Dann spazieren wir mal gleich los. Also erst dachte ich ja, trau dem Kerl nicht, ne? Aber der scheint ganz nett zu sein. Ich versuche meine Karte, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten, nur damit du es weißt. Ich zeichne Plätze ein, an denen wir waren, und markiere bekannte Orte. Schau. Nice, wir haben jetzt eine Karte. Okay. So. Hier liegen Gegenstände rum. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Das Symbol bedeutet, ich brauche Gnade dafür, oder wie? Ja, wie kann ich ihn denn wechseln? Ah ja. Ah, okay. Alles klar. Wir können aktiv die Charaktere hier wechseln. Fangen wir mal nochmal hier so eine Döse-Bibi. Stand da vorhin nicht Düse-Bibi? Oder ich habe das wieder falsch gelesen. Das finde ich nice, dass man die Charaktere hier auch tauschen kann, weil man mit jedem was anderes machen kann, weil die bestimmte Talente haben. So, da ist dieser Schrotthaufen, glaube ich, ne, den wir entfernen sollen. Da sind die ersten Gegner. Aufheben. Oh, da haben wir aber eine ganze Menge bekommen. Und das finde ich auch cool, dass man die Gegner vorher sieht. Dass man nicht einfach zufallsgeneriert dann plötzlich, wie das in früheren Final Fantasy Teilen war. Das hat nämlich die Erkundung immer extrem behindert. Herr Amon, ich kenne mich mit Kämpfen und Abenteuern und so überhaupt noch nicht aus, aber ich werde dir helfen, so gut ich kann. In meiner Magierhaltung kann ich Gruppenmitglieder heilen. Außerdem kann ich Schläger nutzen, um etwas Schaden zuzufügen, aber nur ein klein wenig. Du weißt ja, dass ich in Kämpfen immer etwas nervös werde. Doch wenn ich meine Fokushaltung einnehme, vergesse ich irgendwie, was um mich herum geschieht. In meiner Fokushaltung kann ich die ganze Gruppe weiterhin verstärken. Danke für die Information, Gnad. Gut zu wissen, dass wir ein Team sind. So. Okay. Legen wir mal los. Schläger. Mal gucken, wie viel Schaden er damit macht. Ja, das ist wirklich nicht viel. Ich denke mal, erblickt heißt bestimmt erblindet. So. Mal gucken. Regen stellt ein Minimum von 5% der maximalen Gesundheit wieder her und verleiht Regen. Oh, kritischer Treffer. Amon, da wir ein Kampfpaar sind, habe ich das Gefühl, dass es eine Kampfbindung zwischen uns gibt. Jedes Mal, wenn wir den Gegner angreifen oder einander helfen, spüre ich, wie die Kampfbindung wächst. Wenn die Kampfbindung vollständig aufgeladen ist, können wir unsere Superhaltung aktivieren. Ich kann es gar nicht erwarten, die Macht meiner Blaster-S-Haltung zu entfesseln. Okay. Dann machen wir mal Haltung. Ändern. So, Kartoffelschuss. Haltung ändern. Warum regeneriert er denn jetzt keine...
Okay. Er hat wahrscheinlich immer nur einen Amri oder wie das hieß, generiert pro Zug. So. Ah, ich wollte gerade sagen, schade, dass man auf der Karte jetzt nicht genau die Bereiche sieht, wo man unterwegs ist. Aber doch, man sieht's ja. Ich kann nur leider nicht die Karte zoomen oder drehen oder irgendwie so. Ich würde mir die gerne mal komplett angucken. Ne? Man kann jetzt bloß zwischen den beiden Orten hier hin und her wählen. So. Ernten. Haben wir die nächste Gegnergruppe. Ja. Dann gib ihnen mal wieder Regen hier. Also diese blaue Leiste, die steigt auch, wenn ich Schaden kassiere, oder? Ausgewichen, sehr nice. Und dann zauber mal auf dich auch Regen, kleiner Kerl. Er blickt. Okay, so. Kann ich denn hier nicht auch einfach den Zug aussetzen? Doch, hier, ausruhen, genau. Setze einen Zug aus, um Amri wieder aufzuladen. Stimmt, so war das ja. So. Dann machen wir nochmal Regen. Ich finde das immer genial, wenn man Charaktere in der Gruppe hat, die Heilfähigkeiten haben. Man spart Items. Und gerade bei diesen Ressourcen, die sich sowieso automatisch regenerieren. Ja, das Amri kann man ja durch einmal aussetzen, wieder aufladen. Wir haben einen feinen Flügel bekommen. Die 1000 Daler hätten wir locker zusammen, wenn wir hier einfach ein paar Kämpfe bestreiten. Also dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt eine weitere Weltreise unternehmen. Ich meine, wie viel haben wir bis jetzt? 417. So, wir sollen in den Sumpf, da geht's hier lang. Und hier haben wir anscheinend auch eine Ortschaft. Handelsposten im Nordwesten. Das ist bloß so ein kleiner Fleck hier. Professor W. Porkins. Willkommen, Reisende, willkommen. Rasebohnen, seltsame Samenhülsen und auf Wiedersehen. Wir schauen mal. Ich sehe, ihr habt einen Gelehrten der Feder der Eule dabei. Ich bin Professor W. Porkins. Ja, Professor. Ich bin Gnad Tigermoth. Stets zu Diensten. Nun, Gnad, ich bin in den Nordwesten gekommen, um seine Flora zu studieren und ihre Wirkungen. Ich brauche einen willigen Gelehrten, der sich mit Pflanzen auskennt. Der mir helfen kann, der Proben sammeln kann. Pflanzenproben. Kennst du die Rasebohnen? Kennst du sie? Ja, das tue ich. Im Langowald bin ich als begeisterter Gärtner aufgewachsen. Ah, hervorragend, hervorragend. Ich brauche nämlich Rasebohnen. Kannst du sie für mich sammeln? Rasebohnen von der Rasebohnenpflanze sammeln für mich? Der spricht, als wenn wir bescheuert sind. seltsame Samenhülsen. Professor, hast du Verwendung für diese seltsamen Samenhülsen? Ja, die findet man nur selten. Manchmal. Ich mache Experimente damit. Experimente. Wenn es dir nichts ausmacht, kann ich sie haben. Ich nehme sie dir ab, ja. Danke, freundlicher Gelehrter, freundlicher Gnad. Zeig mal. Nun, das war wohl nichts. Es war nicht richtig. Hier, Gnad, vielleicht kannst du es brauchen. Oh, nun ja, danke, Professor. Matschesame haben wir bekommen. Alles klar. So, was mit dir hier? Hallo Reisende, ich bin Jay Herb, ein einfacher Händler. Ich stehe euch zur Verfügung. Wie kann ich euch helfen? Fange Bibis? Ich sammle fantastische Insekten. Hättet ihr Interesse daran, mir welche zu fangen? Könnt ihr mir Döse-Bibis aus dem Nordwesten bringen? Ich habe echt vorhin Düse-Bibis gelesen, ja? Aber Vorsicht, die sind nicht leicht zu fangen. Ja, da sind wir schon geübt drin. Okay, er will anscheinend mehr, als ich habe.
So, Shop. Wir können auch hier wieder mystische Schatzkarten kaufen. Dann haben wir Giftheilung. Haben wir 0 im Besitz und Reißzahn. Okay. So, verkaufen können wir natürlich auch alles, was wir hier haben. Auch diese ganzen Zutaten. Da wird man schnell reich. So. Okay, wir haben die Stunde geschafft. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Spiel. Das ist genau mein Ding, ja. Ich hätte auch echt Bock, das gemeinsam mit euch auf meinem Kanal durchzuspielen. Mal als Let's Play-Projekt. Müsst ihr mal sagen, ob euch das interessieren würde oder nicht. Ich bin da immer offen und, ja, wie gesagt, wenn ihr das mögt, ja, bin ich dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.